Gute Gründe, keinen Fisch mehr zu essen. Anfang des 20. Jahrhunderts glaubte man noch, dass das Meer eine unerschöpfliche Quelle von Nahrung für den Menschen sei. Das Wort Überfischung war fremd. Mit der Industrialisierung in den 1950ern wurde das Fanggerät immer größer und ausgefeilter und die Fanggebiete wurden immer weiter. Wurden 1950 noch rund 12,8 Millionen Tonnen Fisch aus den Meeren geholt, sind es seit 2000 jährlich 80 Millionen Tonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist schon die Rede von 90 bis über 100 Millionen Tonnen jährlich. Drei Viertel des Fisches sind weltweit ausgebeutet. In europäischen Fanggebieten ist die Lage noch schlimmer. Im Mittelmeer beispielsweise sind 93% der Fischbestände überfischt. Das ist auch unserer Politik anzulasten. Die von der EU-Fischereipolitik festgelegt werden, sind in der Regel immer höher als die Vorschläge des Internationalen Rats für Meeresforschung. Sie überschreiten jedes Jahr die Empfehlung um durchschnittlich 48%. Dadurch sind schon 88% aller Fischbestände in den EU-Gewässern überfischt. Zum Vergleich waren es 1970 nur 10%. Was hier auf jeden Fall erwähnt werden muss, ist, dass jährlich durchschnittlich 40% der Meerestiere Beifang sind. Das bedeutet, dass sie tot wieder zurück ins Meer geworfen werden. Beim Fischen von manchen Tieren fällt kaum Beifang an, bei anderen bis zu 20 Kilogramm Meerestiere pro 1 Kilogramm Zielart. Der Hauptgrund des rapiden Sinkens der Fischbestände ist also, so simpel es auch klingt, dass wir zu viel Fisch essen. Wenn der Mensch so weitermacht wie bisher, ist schon im Jahr 2048 mit fischlosen Ozeanen zu rechnen. Aber nicht nur der hohe Fischkonsum ist der Grund für die ausgebeuteten Meere, auch auf die Nutzviehindustrie ist ein großer Teil des Fischrückgangs zurückzuführen. Tatsächlich ist der Mensch nur 60% des weltweit gefangenen Fisches, die restlichen 40% werden an Nutzvieh verfüttert. Außerdem ist die Wasserverschmutzung durch Gülle und andere Exkremente aus der Nutzviehhaltung der Hauptgrund von Todeszonen in unseren Meeren. So werden die Zonen der Meere genannt, in denen eine so extrem niedrige Sauerstoffkonzentration herrscht, dass dort keine Tiere mehr leben können. Dies geschieht, weil die Exkremente des Viehs den Algen übermäßig viele Nährstoffe bieten. Die Algen wachsen dadurch übermäßig stark und sterben ab. Das Zooplankton ernährt sich von den Algen, bestimmte Bakterien von dem Kot des Zooplanktons. Durch die unnatürliche Menge an Bakterien, die Sauerstoff verbrauchen, sinkt der Sauerstoffgehalt so sehr, dass die Tiere sterben oder fliehen. Abgesehen davon, dass, wenn wir nichts ändern, die Meere drohen leer zu sein und dieser Zusammensturz des Ökosystems auch viele negative Folgen für uns hätte, da zum Beispiel 50 bis 70% unseres Sauerstoffs aus dem Meer stammen und das Meer CO2 speichert, empfinden Fische Schmerzen, fühlen und denken und wollen genauso leben wie wir. Wenn sie aus dem Meer gezogen werden, leiden sie extrem unter den plötzlichen Druckunterschieden. Oft platzen ihre Schwimmblasen und ihre Augenquellen hervor. Auf dem Schiff werden sie lebendig zerhackt. Sie leiden Höllenqualen. Auch in Fischfarmen sind die Umstände auf keinen Fall besser und diese sind sogar noch einmal viel schlimmer für die Meere, da die Fische mit gefischten Fischen gefüttert werden.
Solltest du nun also zu dem Entschluss gekommen sein, keinen Fisch mehr essen zu wollen, brauchst du dir um die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die in ihm enthalten sind, keine Sorgen zu machen. Denn diese kommen auch in ausreichender Menge in vielen pflanzlichen Quellen vor, wie zum Beispiel in Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen, Sesam, Erdnüssen, Cashewnüssen, Haselnüssen, Sonnenblumenkernen, Paranüssen und Kürbiskernen. Welche alle natürlich den Vorteil haben, dass ihr eventuell schädliche Stoffe im Fisch, wie zum Beispiel das Quecksilber, nicht zu euch nehmt. Ich wünsche dir viel Glück und Kraft auf deinem veganen Weg und vergiss nie, jeder Regen beginnt mit ein paar Tropfen. Du kannst etwas bewegen. Jeder Einkauf ist ein Wahlzettel. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Video teilst und mich zum Beispiel mit einem Like oder einem Abo unterstützt, damit mehr Menschen davon wissen.